Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfice. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin2.de auf dem Server Chimera. In der letzten Folge hatte ich ja schon angedeutet bzw. angeschnitten, dass ich mal kurzzeitig aufhören wollte. Ja, leider Gottes habe ich auch meinen Waffenskin zu dem Zeitpunkt verkauft gehabt, also musste ich mir einen neuen machen. Und als ich dann nach irgendwie 4 oder 5 Wochen immer noch keinen dritten Boni drin hatte und eine Sehenscheidenentzündung hatte, habe ich mir gesagt, komm, kaufst du einfach einen Skin mit 3 Bonis und ballerst den rein. Ansonsten werden wir in dieser Folge noch den Exo-Rubin switchen. Wir werden auf jeden Fall auch das Pad jetzt hier im Hintergrund verändern. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nähere Infos dazu auch zum, wie viel ich mit YouTube verdiene und so. Müsst ihr einfach mal auf meinem Kanal gucken. Habe ich auf jeden Fall alles schon gezeigt. Ja, jetzt werden wir erstmal Hindernis rausholen und Drill auf Stufe 20 ballern, damit wir hier wieder unseren DB-Wert hitten. Und jetzt geht's auch mit dem Rubin los. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe 81 Flammen zusammen und wir werden jetzt gemeinsam nochmal den Exe-Rubin drehen. Wenn der jetzt halt leider Gottes reinscheißt, dann ist es so. Wäre aber auf jeden Fall absolut geil, wenn da 3 Bonis reinkommen, beziehungsweise AW, DSS und Dev. Ich würde aber mittlerweile auch AW, DSS und DSS Dev einbauen. Also, ja, halten wir die Daumen gedrückt. Ihr wisst Bescheid. Und das Ganze geht jetzt los. Mal gucken. Er hat jetzt aktuell Angriffswert. Jetzt switchen wir das Ding und jetzt schauen wir mal gemeinsam nach, was die neuen Boni sind. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Danke! Danke, Jesus! Ja! Ich hab meine Echse! So, und jetzt bauen wir gemeinsam den exzellenten Rubin ein. 480 AW, 24 DSS, 24 DSS Widerstand. Zack, das Ding haben wir eingebaut und es ist einfach ein geiles Gefühl. Den Rubin können wir jetzt ganz entspannt verkaufen. Jetzt geht's weiter mit ein bisschen Jadeappen, denn ich hatte auch schon in der letzten Folge gesagt, dass auf meinem Ninja kein Alchiring existiert. Ja, damit ich wieder weiter grinden kann mit dem Ninja, muss ich natürlich auch wieder einen mythisch matten Ring einbauen. Den habe ich mir auch schon teilweise zu diesem Zeitpunkt gekauft gehabt. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war ein Jade, denn es gab tatsächlich zu diesem Zeitpunkt wirklich keinen einzigen Jade am Markt, der TP mit TP-Absorb drin hatte. Ja, ich wollte wirklich nur Max-TP mit TP-Absorb drin haben. Also nicht Max-TP-Prozent mit TP-Absorb, sondern einfach nur Max-TP mit TP-Absorb. Und ja, ich habe dann drauf losgehabt. Ich wollte mir unbedingt so ein Jade auf mythisch matt einbauen. Habe aber tatsächlich auch teilweise auf klar oder so geabt, wenn das gefällt hat, beziehungsweise werde ich jetzt wirklich fast alle mythischen beziehungsweise fast alle Jade, die es hier irgendwie gibt, die werde ich weiterschrauben. Ihr könnt euch ja wirklich mal angucken, was hier alles rauskommt. Jetzt haben wir zum Beispiel auch 2 hier gehabt auf Matt. Die habe ich dann natürlich benutzt, um auf klar zu machen. Das hat dann auch tatsächlich geklappt, aber leider Gottes mit TP-Regeneration in der Mitte. Wenn das Max TP gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall schon happy gewesen. Leider Gottes, ja, hatte es die Bonis, die gewünschten Bonis nicht gehabt. Ab und zu switche ich auch mal immer wieder die Furchtmaske plus 9. Die habe ich noch von einem Trade. Das ist, glaube ich, jetzt aber auch schon einen Monat her, wo ich das gezeigt hatte. Aber die kann man auf jeden Fall auch noch nice drehen, hoffentlich mit den B-Switchern. Da brauche ich dann einfach irgendwie nur, ja, ich sag mal so, mit B-Switchern Max-Boni zu hitten, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Aber es würden zum Beispiel 15 Wind, 10 Teufel reichen, was realistisch ist. Oder halt auch 10 Wind, 20 Teufel sind mit B-Switchern definitiv möglich. Man braucht halt eben einfach nur ein paar Anläufe, beziehungsweise man braucht halt einfach nur ein bisschen Glück. Ja, die Jadepreise sind zu diesem Zeitpunkt absolut eskaliert und ich habe auch teilweise dazu beigetragen, dass die Preise noch mehr eskalieren, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach sehr viel, ja, einfach sehr viel Won noch übrig hatte. Ich meine, den Exe-Rubin habe ich jetzt eingebaut, was auch mega geil ist, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ja, hat man dann so ein bisschen den Gamble wieder drin, ne? Weil wir haben die Altia eben, beziehungsweise in diesem Video, ziemlich gut gedreht und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so, dann hast du bestimmt auch Glück beim Alchi-Appen. Ja, ihr seht ja das Ergebnis. Jetzt haben wir hier wieder einen legendären hergestellt, der dann auch wieder auf mythisch fällt. Also irgendwie hat es dann auf mythisch, da hat es dann wirklich eine Zeit lang rumgezickt.
dann habe ich mir die einfach auf Legi gekauft und die haben dann natürlich auch wieder gefailt und dann, ich weiß nicht, irgendwann habe ich dann so ein richtiges Wutappen entwickelt, weißt du, dass du einfach die Sachen kaufst, egal wie teuer sie sind und du upst die Scheiße einfach weiter. Jetzt haben wir hier einen Clan hergestellt mit Doppel-TP-TP-Regeneration, ärgerlich, schade, wenn es TP-Absorb gewesen wäre, hätte ich mir den auch einfach eingebaut, war mir zu dem Zeitpunkt auch dann irgendwann egal, weil wie gesagt dann einfach die Wut gekickt hat. Ja, die Jade waren, ich glaube, eine Woche vorher waren die bei 1 Won. Zu dem Zeitpunkt, wo ich geupt habe, natürlich bei 1,75. Also das ist natürlich auch wieder sehr stabil, dass die Preise da wieder so absolut eskaliert sind. Hier wieder klassischerweise auf mythisch matt gefailt. Ach, es ist toll, wenn man dann immer dran denkt, dass ein so ein Legi zu dem Zeitpunkt 6 Won wert war. Ja, ist das natürlich auch schon stramm. Jetzt haben wir einfach mal beide genommen, weil, ja, ne, dieser Doppel-TP, TP-Regenerationsjade, der ist halt einfach auch nicht wirklich viel mehr wert. Und wir haben hier einen Lupen reinbekommen mit Max-TP einfach nur. Da muss ich aber auch fairerweise sagen, wenn ich den jetzt gehittet hätte mit irgendwie Doppel-TP-TP-Absorb, hätte ich ihn, glaube ich, nicht eingebaut. Oder wenn er Max-TP-TP-Absorb gehabt hätte, weil das dann irgendwie dann auch schon wieder zu schade ist, da irgendwie so, ja, 60 bis 70 Won zu verballern. Vor allem, weil Lupi ja auch nicht endgültig ist. Also da sollte eigentlich dann schon, wenn man auf so Preisstufen geht, irgendwie eher an Brilli oder an Exe rangehen. Aber naja, was soll's, ich habe ja eh keinen hergestellt, also egal. Hier hat es dann schon wieder auf mythig gefailt und man sieht auch im Hintergrund, dass ich mich sehr gefreut habe über das Failen immer. Hier haben wir wieder einen mythisch Matten hergestellt und der hat auch wieder einfach keinen Boni. Also es ist irgendwie, ja, diese Matten herzustellen, ich weiß nicht, ich habe mit Jade einfach kein Glück. Also ich werde auch, glaube ich, demnächst nicht nochmal so an Jade rangehen, wie ich jetzt hier in diesem Video rangegangen bin. Wir kaufen hier wirklich einen Antiken nach dem anderen und es ist natürlich alles gefailt, bis das Young wieder knapp wurde. Ich habe mir dann immer Young von meinem Main rübergegeben, weil ich auf dem Main aktuell kein Glas des Handelns habe und da auch fürs Erste auf jeden Fall auch nicht mehr cashen möchte. Deswegen habe ich mir immer nur so Teilbeträge rübergetragen, damit ich den Überblick nicht verliere. Aber ich sage euch direkt, ich habe den Überblick relativ schnell verloren. Aus Wut halt raus. Hier haben wir jetzt Doppel-TP und TP wiederherstellen auf einem klaren gehittet. Ja, das ist natürlich schade. Deswegen haben wir uns nochmal zwei mythisch Matte gekauft und haben die dann versucht auf klar nochmal zu machen. Vielleicht kriegen wir jetzt einen blanken raus oder es fällt und es kommt ein perfekter raus. Es hat leider gefailt und er ist nicht perfekt. Er hat TP-Regeneration bekommen. Das ist der Boni, den ich irgendwie am häufigsten hier sehe. Spoiler schon mal vorweg, also diesen Doppel-TP-TP wiederherstellen. Ja, Jade in klar, den habe ich natürlich in den Shop gehauen, beziehungsweise den werden wir verkaufen. Den anderen Mythisch-Matten werden wir jetzt weiter upen auf klar und er hat 3 Bonis und schon wieder die Boni-Kombination, die ich absolut nicht gebrauchen kann. Ja, das bedeutet, wir werden uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Jade kaufen und werden den dann gegebenenfalls weiter auf Lupi upen. Zuallererst werden wir uns jetzt nochmal 2 Matte gönnen. Ja, doch, wir werden uns 2 Matte gönnen und dann werden wir jetzt auf klar versuchen. Und jetzt kommen, jetzt wird das Ding perfekt. Und wenn nicht, dann upen wir weiter. Ja, egal, weiter. Ab geht's auf Lupi. Hat sogar geklappt auf Lupi und einfach schon wieder blank. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben noch einen anderen Lupi. Ihr wisst, was jetzt ansteht. Jetzt werden wir auf jeden Fall den Brilli-Try machen und mal schauen, ob der klappt. Ich bin gespannt. Er hat geklappt und er ist blank. Oh, Jesus, Digga. Naja, also von Gewinn kann man hier, denke ich mal, nicht sprechen, weil so viel Algi, wie ich jetzt hier schon weggeballert habe, ich habe wirklich den kompletten Jademarkt auseinandergenommen. Und jetzt fällt es einfach die ganze Zeit. Ah, perfekt. Endlich mal geklappt und wieder gefailt. Gefailt, geklappt. Und jetzt auf mythig, gefailt. Ach, es ist so herrlich. Also zu dem Zeitpunkt, boah, es ist so. Ah, wenn du die für diesen Preis hier kaufst und dann, es ist wirklich traumatisch, das hier. Und es ist einfach schon wieder gefailt. Es ist. Ja, also ich glaube, so viel Algi wie in diesem Video habe ich sehr, 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 sehr lange nicht mehr geupt. Also ja, und vor allem auch nicht mit so einer Quote. Also die Quote bei mir ist ja richtig scheiße. Da kann man sich, denke ich mal, ja, ein Beispiel dran nehmen, warum man nicht
vielleicht nicht mit so viel Geld in die Alchi rennen sollte. Hier haben wir jetzt einen perfekten hergestellt, aber auch wieder mit TP wiederherstellen als TP-Absorb. Also auch wieder komplett unbrauchbar für meinen Ninja, weil der Ninja soll ja an der Hydra stehen und nicht irgendwelche Runs machen. Und das ist natürlich dann wieder so eine Sache. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und haut mal raus, was ihr von dem Rubin haltet. Ja, ich denke mal, als nächsten Stein, wenn ich den Jade hier irgendwann mal abgeschlossen haben sollte, dann widme ich mich dem Onyx. Bleibt auf jeden Fall gespannt, dazu in den nächsten Folgen mehr. Ich bin fürs Erste raus. Peace.